Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Kurs Privatrecht und Digitalisierung im Rahmen der Deutschen Rechtsschule Warschau 2022. In diesem ersten Teil möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Themen geben und eine Einführung in das Recht der Digitalisierung. Zunächst aber zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Börskens. Das schreibt sich leider etwas anders, als es ausgesprochen wird. Ich bin Professor an der Universität in Passau, habe dort einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, beschäftige mich aber sowohl in meiner Forschung als auch in der Lehre sehr stark mit der Digitalisierung, insbesondere mit dem, was man als Legal Tech bezeichnet, das heißt der Nutzung von digitalen Geräten und Diensten für juristische Tätigkeiten, etwa bei der Fluggastrechteentschädigung oder auch bei automatisierter Streitbeilegung. Wir haben in unserem Kurs ein volles Programm. Wir werden zunächst allgemeine Grundlagen behandeln. Das ist diese Kurseinheit. In unserem zweiten Kursteil behandeln wir dann den Vertragsschluss im Internet und Verbraucherschutzregeln, die diesen Bereich besonders betreffen. Der dritte Bereich ist dann der Vertragsinhalt, das heißt die Rechte und Pflichten der Parteien und die Vertragserfüllung, einschließlich der Regeln für die Schlecht- oder Nichterfüllung. In unserem vierten Themenkreis geht es dann an das sogenannte Sachenrecht des Internet, nämlich an die Frage, inwieweit Daten als Rechtsgegenstand von den geltenden Regelungen umfasst sind und wie wir Daten rechtlich einordnen können. Und als letztes geht es dann um den großen Themenkreis der Algorithmen, das heißt um die Frage, was man bei künstlicher Intelligenz machen muss, um sie rechtlich sauber einzuordnen. Das betrifft nicht nur den Vertragsschluss durch sogenannte elektronische Agenten, sondern auch die Haftung für autonome Roboter, etwa Rasenmäher oder selbstfahrende Autos, aber auch zum Beispiel die kartellrechtlichen Fragen, inwieweit man eine strafrechtliche, bußgeldrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Verantwortung für ein Verhalten einer künstlichen Intelligenz hat, das man nicht selbst veranlasst hat. Sie sehen also ein sehr breites Programm und wir befinden uns hier im ersten Thema. In der heutigen Veranstaltung werden wir vier Themen behandeln. Zunächst einmal untersuchen wir, was überhaupt das Recht der Informationstechnologie, das IT-Recht ist. Das geht nämlich über das Privatrecht hinaus und umfasst eine ganze Reihe eigentlich divergenter Rechtsgebiete. Im zweiten Schritt werden wir untersuchen, wofür man überhaupt Sonderregeln braucht und warum nicht einfach die Rechtsordnung, wie sie seit über 100 Jahren etabliert ist, reicht. Das heißt, das BGB in seiner Ursprungsfassung sowie die von Rechtsprechung und Literatur allgemein anerkannten Regeln. Als drittes befassen wir uns dann mit der Europäischen Union und ihren Vorgaben. Denn gerade das Internet bietet hier einen besonders fruchtbaren Boden für Harmonisierung und entsprechend haben wir eine ganze Reihe von Verordnungen und Richtlinien, die sich gerade mit Fragen der Digitalisierung befassen. Ganz zum Schluss möchte ich dann doch noch einmal die Themen dieser Veranstaltung eingrenzen und bestimmte Themenfelder von vornherein ausklammern. Beginnen wir nun mit unserem ersten Thema. Eine Frage, die sich möglicherweise aufdrängt, ist, wenn wir über Digitalisierung im Privatrecht reden, was ist dann überhaupt dieses Recht der Digitalisierung oder, wie viele Menschen sagen,
das IT-Recht, das Recht der Informationstechnologie. Um Ihnen das praktisch zu illustrieren, habe ich hier mal einen Online-Kauf eines Computerspiels illustriert. Dazu gehe ich in einen Online-Shop und schließe dort einen Vertrag. Dieser Online-Shop ist ein polnisches Unternehmen, das heißt, der Vertrag wird hier zwischen einem deutschen Kunden und einem polnischen Anbieter geschlossen. Der Vertragsschluss erfolgt komplett digital im Internet. Es gibt keinen zwischenmenschlichen Kontakt, noch nicht mal ein Telefonat. Tatsächlich ist auf Seiten des Shop-Anbieters noch nicht einmal ein Mensch involviert, vielmehr erfolgt die gesamte Abwicklung vollautomatisch. Auch die Erfüllung dieses Vertrages erfolgt in digitaler Form. Denn das Spiel, das ich erwerbe, wird dann heruntergeladen und landet als Einsen und Nullen auf meiner Festplatte. Im Hintergrund der ganzen Sache sind freilich auch rechtliche Erwägungen, unter anderem die urheberrechtliche Stellung oder die Rechte Dritter, etwa an Namen, so Marken und Kennzeichen, oder verwendeten Algorithmen, die möglicherweise sogar patentfähig sind. Diese rechtlichen Fragen des Softwarerechts sind ebenfalls IT-Recht, aber werden in diesem Veranstaltungsblock nicht behandelt. Auch meine Zahlung erfolgt nicht, indem ich einen Geldschein über die Theke reiche, sondern komplett digital, denn es gibt Dienstleister wie zum Beispiel PayPal, die hier die Zahlungsabwicklung übernehmen. Auch das ist ein weitgehend digitaler Vorgang und würde bei Dienstleistern wie PayPal ebenfalls unter das IT-Recht fallen, wird aber in dieser Veranstaltung nicht behandelt. Ich habe schon gesagt, es ist ein grenzüberschreitender Vertrag, was im Internet quasi schon in die Geburtsurkunde geschrieben wurde, denn das Internet ist weltweit, es ist international, sodass bei all diesen Verträgen immer mehrere Rechtsordnungen betroffen sind. In unserem Fall die polnische und die deutsche. Und so stellt sich immer die Frage, welches Recht denn Anwendung findet, das heißt, wer hier letztlich seine Paragraphen hat. Das IT-Recht ruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Zunächst einmal geht es um die Inhalte. Das sind einerseits die Medien, also Texte, Filme, Musik oder Computerspiele. Andererseits aber auch die personenbezogenen Daten, also Informationen über Menschen oder sonstige Daten, etwa Messergebnisse oder Forschungsdaten, die sind ebenfalls rechtlich zu beurteilen. Die zweite Säule betrifft die Nutzung des Internets, das heißt insbesondere den Bereich E-Commerce, das heißt die Frage, wie kommen Verträge zustande, wie werden Verträge erfüllt oder wie können Personen als Vertreter im digitalen Raum eingeschaltet werden. Die ganz rechte Ebene ist das Telekommunikationsrecht, das heißt das Recht, wer überhaupt die Daten übermittelt und inwieweit man hier überwachen darf oder inwieweit man als Verbraucher Auskunftsansprüche hat beziehungsweise Anspruch auf Zugang in einer bestimmten Qualität. Wir konzentrieren uns hier auf diese mittlere Säule, das heißt den Bereich des E-Commerce, das heißt das Telekommunikationsrecht, was insbesondere öffentlich-rechtlich geprägt ist, aber auch das Recht der Inhalte klammern wir aus. Sie sehen ganz unten, dass die klassische Unterscheidung nach Zivilrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht im Grunde im IT-Recht nicht funktioniert, denn schon bei einfachen Sachverhalten überschneiden sich diese Rechtsgebiete. So kann es durchaus sein, dass ein Computerspiel verboten wird, weil es gegen Jugendschutzvorschriften verstößt oder es kann verboten werden, weil es Urheberrechte verletzt. Im einen Fall ist es Privatrecht,
im anderen Fall öffentliches Recht. Es kann genauso gut auch strafrechtliche Sachverhalte geben, etwa bei volksverhetzenden Inhalten oder auch bei der Nutzung ist es natürlich denkbar, dass illegale Geschäfte im Internet abgewickelt werden oder beim Transport, dass hier Hackerangriffe über öffentliche Netze erfolgen. Insoweit, all diese Fragen stellen sich in allen drei Rechtsgebieten, sodass diese Unterscheidung eigentlich im Internet nicht ganz passt. Es ist eine Querschnittsmaterie. Dementsprechend gibt es auch nicht ein Digitalisierungsgesetz. Wenn Sie sich mal angucken, das IT-Recht im zivilrechtlichen Sinne ist geregelt in ganz klassischen Regelungen wie dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900, dem, was man als Taschenbuch erwerben kann, oder auch in der Zivilprozessordnung. Das heißt, da sind keine besonderen Gesetze für digitale Verträge. Es gelten auch die wirtschaftsrechtlichen Vorgaben, namentlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG, oder das Urheberrechtsgesetz oder das Markengesetz. All diese betreffen digitale, aber auch analoge Sachverhalte und es gibt keine Spezialgesetze. Selbstverständlich gelten für die Tätigkeit von Unternehmen im Internet auch das Handelsgesetzbuch, das Aktiengesetz oder das GmbH-Gesetz. Das heißt, auch da könnte man sagen, gilt nichts Neues. In gewisser Weise eine Modifikation erfährt das Ganze allerdings durch das Telemediengesetz, das die E-Commerce-Richtlinie der EU umsetzt. Das begründet echte Haftungsprivilegierungen für Dienstleister im Internet, nämlich für bloße Zugangsvermittler wie die Telekommunikationsunternehmen oder für reine Hosting-Anbieter, etwa Facebook oder ähnliches. Selbstverständlich ist auch das UN-Kaufrecht, das CISG, Teil des deutschen Rechts. Auch das betrifft stellenweise digitale Sachverhalte, etwa wenn Software auf einem Trägermedium verkauft wird. Im Strafrecht gibt es ebenfalls das normale Strafgesetzbuch, das unter anderem Delikte wie das Ausspähen von Daten, das Datenverändern, den Computerbetrug oder das Fälschen beweiserheblicher Daten unter Strafe stellt. Daneben gibt es aber auch Sonderregeln, etwa den Jugendmedienstaatsvertrag, der gerade den Jugendschutz im Internet regelt und sicherstellt, dass bestimmte, etwa gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte online nicht verfügbar sein dürfen. Strafrechtliche Normen finden wir aber auch im Wirtschaftsrecht, etwa im Urheberrechtsgesetz oder im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Wenn es also besonders schwerwiegend wird, verlassen wir die Ebene des Privatrechts und begeben uns auf die starke Sanktionsebene des Strafrechts. Und schließlich im öffentlichen Recht kann man Digitalisierung ganz hoch aufhängen am Grundgesetz, an der deutschen Verfassung, denn diese gewährleistet unter anderem die Unverletzlichkeit der Wohnung, aber nach der Lesart des Bundesverfassungsgerichts auch eine informationelle Selbstbestimmung, das heißt ein Grundrecht auf Datenschutz. Es gibt aber hier jede Menge Sonderregelungen, unter anderem das Telekommunikationsgesetz. Das Telekommunikationsgesetz regelt die Pflichten und Rechte von Anbietern von Zugangsleistungen, etwa von Telefonie, das heißt telefonieren mit dem normalen Telefon, oder auch Internet oder eben Mobilfunk. Daneben haben wir auch Regelungen für öffentlichen Rundfunk, also alles, was an die Allgemeinheit gerichtet ist, die insbesondere die Neutralität und Sachlichkeit sicherstellen sollen. Wir haben hier einen Rundfunkstaatsvertrag und einen Mediendienstestaatsvertrag. Insoweit also sehr viele deutsche Regelungen. Daneben haben wir natürlich das Europarecht. Und im Europarecht sind schon die Grundfreiheiten
qua ihrer Natur mit starker Bedeutung gerade für das Internet. Ein Binnenmarkt zwischen mehreren Mitgliedstaaten ist im digitalen Bereich praktisch nur möglich, wenn wir eben einen Free Flow of Information gewährleisten, wenn wir einheitliche Standards setzen und wenn wir sicherstellen, dass die Kunden zumindest gewisse Erwartungen in Bezug auf die Rechtslage haben dürfen. Die primärrechtliche Ebene mit den Grundfreiheiten ist allerdings naturgemäß schwach. Insofern gibt es eine Vielzahl von Richtlinien und zunehmend auch Verordnungen, die hier spezifische Vorgaben treffen, die in allen Mitgliedstaaten gleich gelten. Aktuell werden eine ganze Reihe von grundlegenden politischen Fragen diskutiert. Und das betrifft zum einen das Prinzip der Netzneutralität. Grundsätzlich ist es so, dass Sie Ihre Internetgebühren bezahlen und die Anbieter, die Ihnen Inhalte vermitteln, dann nichts an die Telekom, Vodafone oder Telefonica bezahlen müssen, welche diese Leitung betreiben. Das heißt, der Kunde zahlt einmal eine Flatrate und die Anbieter können dann über diese Leitungen Informationen vermitteln. Dabei werden alle gleich behandelt. Es gibt also keine Beschleunigung für Google gegenüber DuckDuckGo. Alle Suchmaschinen kriegen die gleiche Geschwindigkeit. Das finden die Anbieter der Telekommunikationsunternehmen nicht gut und sie möchten gerne eine Art Maut für die Nutzung ihrer Netze kassieren. Zum Vergleich wird hier immer die klassische Post herangezogen. Bei der Post zahlt der Absender selbstverständlich Geld für den Versand. Wenn Sie etwas bei Amazon bestellen, muss Amazon für den Versand bezahlen. Wenn Sie das dagegen downloaden, muss Amazon nichts an den Telekommunikationsanbieter bezahlen. Insoweit möchte man gerne, dass auch die Anbieter bezahlen und nicht nur die Nutzer. Das wäre für die Telekommunikationsunternehmen gut, für die Nutzer im Zweifel nicht so sehr, denn es würde dazu führen, dass reiche und marktmächtige Unternehmen im Zweifel einen besseren oder schnelleren Zugang bekämen und so Neueinsteiger oder weniger reiche Anbieter keine Chance hätten, auf dem Markt zu bestehen. Stellen Sie sich vor, der Zugriff auf Google wäre um den Faktor 10 schneller als der Zugriff auf DuckDuckGo oder der Zugriff auf Netflix würde mit 10-facher Geschwindigkeit laufen, während der Zugriff auf Maxdome nur mit halber Performance möglich wäre. Insoweit ist es klar, dass man hier große politische Bedenken hat. Trotzdem wird dieses Thema alle Jahre wieder diskutiert und man hat sich dazu nichts durchringen können. Ein anderes Problem, was Sie vielleicht auch mitbekommen haben in der Presse, ist das Problem der Gatekeeper, insbesondere der App Stores. Wenn Sie ein iPhone benutzen, wissen Sie, dass Sie Anwendungen für dieses iPhone ausschließlich über den App Store von Apple beziehen können. Und dieser App Store hat den großen Nachteil, dass Sie als Anbieter für die Nutzung des App Stores Geld bezahlen müssen. Apple verlangt für jede Anwendung, die Sie in diesen Store liefern, Geld von Ihnen und zwar nicht mal so wenig. Von jedem Euro, den Sie verdienen, müssen Sie 30% an Apple abführen. 30% ist ungefähr ein Drittel. Und Apple sagt, das sei noch wenig, denn wenn Sie Ihre Computerprogramme in einer Schachtel im Laden verkaufen würden, würde der Laden Provisionen von 50-70% verlangen und insoweit sei 30% doch geradezu günstig. Und auch Google verlangt für den Google Play Store grundsätzlich diese 30%, sodass doch scheinbar das ein angemessener Preis ist. Allerdings ist, soweit man es hört, von diesen 30% 96% Reingewinn. Das heißt, es gibt keine korrespondierenden Kosten. Und immer dann,
Wenn jemand eine Monopolstellung hat, das heißt der einzige Anbieter auf einem Markt ist und gleichzeitig sehr hohe Preise nimmt, die weit außerhalb seiner Kosten liegen, ruft das die Kartellbehörden auf den Plan, die dann prüfen, ob hier möglicherweise ein Preismissbrauch vorliegt. Der App Store ist auch noch aus anderer Hinsicht interessant, denn Apple gibt die genauen Preisstaffelungen vor. Sie können zwar einen Preis wählen, allerdings nur aus festen Kategorien. Sie dürfen zum Beispiel als Mindestpreis 1,09 € oder 0 € nehmen. Sie können nicht 99 Cent oder 1 € wählen. Genauso können Sie dann als nächste Stufe nicht etwa auf 1,50 € gehen, sondern Sie müssen direkt auf 2,19 € springen. Und diese Sprünge verhindern in gewisser Weise einen Preiswettbewerb, gerade in diesem Niedrigpreismarkt, und wirken im Grunde wie eine Preisabsprache unter den Anbietern von Trivial-Apps. Wegen dieser Koordinationswirkung gibt es aber derzeit noch kein Verfahren, denn Apple rechtfertigt das damit, dass die Sache dadurch für die Verbraucher und die App-Entwickler einfacher wird, die sich dann keine Gedanken darüber machen müssen, welchen Preis sie für jeden Staat der Welt verlangen. Und die Verbraucher müssen nicht überlegen, ob sie jetzt die App für 99 Cent oder die für 98 Cent nehmen, sondern sie wissen, es kostet immer 1,09 €. Diese Gatekeeper-Problematik hat aber nicht nur Nachteile für bestimmte abhängige Anbieter, in unserem Fall die App-Entwickler oder die Verbraucher, die eben nicht ihren Wunschpreis kriegen, beziehungsweise vielleicht sogar aus unsachlichen Gründen von Apple gesperrt werden und deshalb ihre App gar nicht vermarkten können, beziehungsweise ihre Wunsch-App nicht finden, etwa weil es um Inhalte geht, die Apple als unsittlich oder unstatthaft empfindet. Ganz im Gegenteil, auch staatliche Stellen wollen sich die Struktur des Internets, wo bestimmte Personen als Gatekeeper fungieren, zunutze machen. Das betrifft in Deutschland insbesondere die Sperre pornografischer Internetseiten. Sie wissen, bestimmte Inhalte sind für Personen unter 18 Jahre ungeeignet und trotzdem kann im Internet jeder, der nach Sex sucht, bestimmte anzügliche Seiten finden. Deren Anbieter sitzen nicht in Deutschland, sodass wir gegen diese auch keine unmittelbar wirkenden bzw. erzwingbaren Verwaltungsakte erlassen können. Wer aber in Deutschland sitzt und notfalls gezwungen werden kann zu gehorchen, sind die Anbieter von Zugangsleistungen, die sogenannten Provider. Etwa die Telekom oder Vodafone oder Telefonica. Und diese werden derzeit gezwungen, bestimmte Internetseiten zu sperren, konkret das Portal xHamster, wo pornografische Inhalte vorgesehen sind. Das Ganze hat aber auch eine politische Dimension. Sie wissen, es gibt derzeit einen Konflikt mit Russland und in diesem Konflikt wird angeregt, dass man Russland einfach vom Internet abkoppeln könnte. Rein technisch ist dies möglich, indem man den entsprechenden IP-Block einfach zentral sperrt. Sie sehen aber auch das Risiko dabei, wenn man einmal anfängt, Staaten abzukoppeln, dann ist das Internet im Grunde ein Machtmedium, was Informationen gerade blockiert und bestimmte Nutzer ausschließt. Insoweit ist das ein gefährlicher Pfad. Wenn man einmal mit dem Sperren anfängt, kommt man möglicherweise dazu, dass man ein vollständig staatlich kontrolliertes Internet hat. Und das will man grundsätzlich nicht haben. Die Freiheit soll auch künftig erhalten bleiben. Wir sehen also, dass diese Gatekeeper im Grunde die Funktion eines Türstehers erfüllen. Das heißt, sie halten unerwünschte Personen raus. Wenn Sie in einen Club gehen, dann steht ein Türsteher da, der verhindern soll, dass Minderjährige, also 10-Jährige, 12-Jährige oder 14-Jährige, den Club betreten. Aber er soll auch gewaltbereite Personen, Schläger oder Drogendealer, möglichst fernhalten. Damit spart sich der Staat die stetige Überwachung durch Polizisten,
indem er darauf vertraut, dass der Betreiber im eigenen Interesse unliebsame Personen raushalten wird. Das Gleiche beobachten wir auch im Internet. Auch dort sollen die Betreiber großer Plattformen ihrerseits für Ordnung sorgen. Das betrifft Anbieter sozialer Netze wie Facebook, Twitter oder YouTube. Diese sollen sicherstellen, dass dort keine beleidigenden, bedrohenden oder sogar strafrechtlich relevante Inhalte vorhanden sind. Das Ganze wird praktisch dann durch privatrechtliche Ansprüche flankiert. Das heißt, die Nutzer können verlangen, dass bestimmte Inhalte gelöscht werden. Das Ganze ist eine allgemeine Tendenz, die nicht neu ist. Schon 1999 hat Lawrence Lessig einmal festgestellt, dass es eine unsichtbare Hand gibt, die sowohl die Politik als auch die Wirtschaft dazu verleitet, ein System zu konstruieren, was umfassend jeden Zugriff kontrolliert und dokumentiert und erst dadurch eine vollständige Regulierung ermöglicht. Das ist kein gutes System, aber es ist ein System, was naheliegend ist und was aus staatlicher Sicht durchaus wünschenswert sein kann. Das ist auch der Grund, warum viele immer wieder für die Freiheit des Internets kämpfen. Nichtsdestotrotz sehen wir durchaus Tendenzen, dass diese Gatekeeper in Dienst genommen wird, nämlich die Richtlinie über den digitalen Binnenmarkt, die in Deutschland umgesetzt worden ist, im UrhDAG, die namentlich vorsieht, dass die Anbieter von Content-Sharing-Plattformen sich um den Inhalt kümmern. In Deutschland gibt es auch ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was sicherstellen soll, dass private Ansprüche im Internet gegen große Anbieter durchgesetzt werden können. Einen Jugendmedienstaatsvertrag, der sicherstellen soll, dass jugendgefährdende Inhalte von den Anbietern aktiv gelöscht werden. Und die EU arbeitet in einem Digital Services Act, der vergleichbare Pflichten europaweit statuieren soll. Sie sehen also, die Struktur des Internets mit bestimmten Anbietern als Nadelöhr, denjenigen, die das Speichermedium bereitstellen, denjenigen, die den Zugriff vermitteln und so weiter, ist generell ein Thema und das wird langfristig uns im IT-Recht beschäftigen. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Themenkreis. Nachdem wir jetzt wissen, was dieses IT-Recht bzw. das Recht der Digitalisierung überhaupt ist, möchten wir jetzt als zweites klären, ob man denn dafür Sonderregeln braucht oder inwieweit es denn die ursprünglichen Regeln im BGB von 1900 überhaupt tun. Das heißt, ob wir nicht mit den Regeln, die der Gesetzgeber sich vor über 100 Jahren ausgedacht hat und ihrer Anwendung durch Rechtsprechung und Literatur auskommen. Das BGB ist am 1. Januar 1900 in Kraft getreten. Natürlich ist es nicht an diesem Tag erst gestaltet worden oder auch verabschiedet. Vielmehr wurde es schon am 24. August 1896 beschlossen. Das heißt, selbst damals war es nicht der Stand des 20. Jahrhunderts, sondern eher der Stand des 19. Jahrhunderts, der das Gesetz dominierte. Die Schöpfer des BGB war eine Gruppe von Richtern, Ministerialbeamten und Professoren, die bereits 1874 als Kommission zusammengetreten sind und die ersten Entwürfe anhand der damals vorgefundenen Rechtslage entwickelt haben. Sie können sich also vorstellen, das war nicht High-Tech, sondern es war eher rechtliches High-End. Man hat versucht, in möglichst abstrakter Form allgemeine Rechtsregeln aufzustellen. Diese abstrakten Regeln haben den großen Vorteil, dass sie technologieneutral sind. Das heißt, sie gelten für das Papier genauso wie für die E-Mail. Sie gelten für den Download eines Computerspiels genauso wie für den Kauf eines Pferdes. Dennoch
hatte bereits der Gesetzgeber des Jahres 1900 einen Blick auf die moderne Technologie, denn es taucht in der Tat in 147 Absatz 1 Satz 2 der Fernsprecher auf. Was ist ein solcher Fernsprecher? Nun, das war eine Art Telefon. Allerdings sehen Sie hier, es gab noch keine Wählscheibe, sondern es wurde alles über eine zentrale Vermittlung weitergeleitet. Sie konnten also nicht einfach die Nummer wählen, sondern Sie mussten jemanden haben, der die beiden Leitungen miteinander verkoppelte. 1896 war das Hightech und der Gesetzgeber wollte dafür schon eine klarstellende Sonderregelung haben. 147 sagt nämlich, dass ein Antrag, der über einen Fernsprecher gemacht wird, also über ein Telefon, genauso behandelt wird, als seien beide Personen gleichzeitig vor Ort. Das heißt, schon damals hatte man im Blick die virtuelle Präsenz, die Online-Gegenwart einer Person und hat gesagt, es kann keine Rolle spielen, ob ich denjenigen riechen, schmecken und fühlen kann, solange ich ihn zumindest hören kann und unmittelbar mit ihm interagieren kann. Dieser Gedanke ist sozusagen ein erster allgemeiner Technologiegedanke, den wir durchaus auch nutzbar machen können für andere Sachverhalte. Trotzdem ist man von dieser altmodischen juristischen Herangehensweise in der Öffentlichkeit wenig begeistert. Oft werden die rechtlichen Regeln als Hindernis empfunden, als unnötig kompliziert und umständlich. Die digitale Gesellschaft hat einmal gesagt, das Recht ist kein netzfreier Raum, was ein Wortspiel ist, weil in der Politik auch immer kommt, das Netz ist kein rechtsfreier Raum, insoweit als auch im Internet selbstverständlich die Gesetze gelten, weil hier die Aussage, dass möglicherweise die nationalen Vorgaben, etwa im Hinblick auf Jugendschutz, Eheschutz und Ähnliches, die freie Kommunikation im Internet unnötig behindern und möglicherweise Großunternehmen zu Unrecht begünstigen gegenüber kleinen Anbietern oder den privaten Endnutzern. Das heißt, die Freiheit des Internets, die wir schon im ersten Teil als Problem gesehen haben, spielt möglicherweise auch hier eine große Rolle. Ist das Internet möglicherweise nicht so frei, wie es sein könnte, weil die Juristen es zu sehr blockieren? Damit haben sich viele Fachleute beschäftigt, unter anderem die Wissenschaft in einem Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag von Herrn Faust zum Thema digitale Wirtschaft, analoges Recht, braucht das BGB ein Update? Und ich kann Ihnen das Ergebnis schon vorwegnehmen. Herr Faust sagt, im Wesentlichen ist das BGB auch für das 21. Jahrhundert perfekt gerüstet. Wir brauchen keine Klarstellung und Ergänzungen. Das funktioniert schon so. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie hat ein Gutachten erstellt, insbesondere zur Frage, was muss man in der Digitalisierung neu regeln. Im Kern geht es dabei vor allen Dingen um die Zuordnung und Lizenzierung von Datenmengen, etwa beim autonomen Fahren, für die wir bisher keine Regelungen haben. Aber auch dort ist der Grundtenor, im Wesentlichen kann man alles mit den geltenden Regelungen lösen. Schließlich hat auch der deutsche Gesetzgeber versucht, Verbesserungen zu finden. Und es gab eine vom Bundesrat, also den Bundesländern, eingesetzte Arbeitsgruppe, die einen digitalen Neustart vorbereiten sollte und dazu verschiedene Ergänzungs- und Änderungsvorschläge im bürgerlichen Gesetzbuch abgewogen hat. Ich kann Ihnen auch hier das wesentliche Fazit mitteilen. In großen Teilen wurde kein Änderungsbedarf gesehen. Stellenweise gab es den Wunsch nach Klarstellungen und vor allen Dingen hat man gesagt, wir warten mal ab, was denn die Europäische Union uns als Vorgaben macht und das setzen wir dann einfach um. Insoweit ist also zunächst mal alles wie immer geblieben. Der allgemeine Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs ist technologieneutral formuliert und seit dem 01.01.1900
bis auf ganz kleine Ergänzungen unverändert geblieben. Diese ganz kleinen Ergänzungen betreffen vor allen Dingen die Formvorschriften. Wir kennen heute eine elektronische Form, nämlich Erklärungen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Dazu kommen auch kleinere Ergänzungen, etwa dass jetzt neben dem Fernsprecher auch Einrichtungen genannt sind oder dass auch bei Übermittlungsproblemen jetzt die Schuld nicht bei einer Person liegen muss, sondern auch hier ein Technikversagen vorgesehen ist. Insgesamt sind das aber ganz, ganz kleine Änderungen, minimalinvasiv würde der Arzt sagen. Das ist also weniger als ein bisschen Lackierung, das ist so gut wie nichts. Wo wir allerdings Sonderregelungen haben, ist im Schuldrecht. Da haben wir namentlich die 312i, 312j BGB. Diese regeln besondere Verbraucherschutzvorschriften, namentlich Informationspflichten, Aufklärungspflichten und Schutzmaßnahmen, die wir uns im zweiten Teil dieser Veranstaltungsreihe näher ansehen werden. Ganz neu seit 2022 gibt es allerdings einen ganzen Block von Paragraphen zu digitalen Produkten. Und digitale Produkte sind die Sachen, die Sie im Internet immer finden, digitale Dienstleistungen und digitale Inhalte. Digitale Inhalte ist alles, was Sie streamen oder downloaden, von Filmen, Musik und Texten, bis hin zu Apps und Spielen, das heißt alles, was auf Ihrem Gerät landet. Digitale Dienstleistungen sind dagegen alle Aktivitäten, die Sie online entfalten können, etwa die Ablage von Dateien, die Online-Bearbeitung von Dateien, etwa eine Plagiatsprüfung oder auch soziale Netzwerke. Für diese gibt es Sonderregelungen. Allerdings, wie uns das Gesetz hier sehr deutlich erklärt, nur für Verbraucherverträge. Wir werden uns im zweiten Teil der Vorlesung mit diesen Regeln etwas näher beschäftigen. Die Regeln für Verträge zwischen Unternehmern sind sehr knapp. Da steht nämlich im Wesentlichen nur drin, dass es eine Rückgriffsmöglichkeit bei mangelhaften Leistungen gibt. Insoweit also auch da nicht der große Wurf. Man hat allerdings im Rahmen der Umsetzung der digitalen Inhalte-Richtlinie ein paar Klarstellungen ergänzt, etwa, dass man jetzt auch digitale Inhalte mieten kann. Ob das alles so richtig und schön ist, sehen wir, wie gesagt, im dritten Teil dieser Veranstaltungsreihe. Im zweiten Teil geht es erst um den Vertrag. Insgesamt kann man also sagen, man hat zwar dem BGW was aufgepfropft, nämlich die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben, aber das BGB selbst ist weitgehend intakt geblieben, trotz der Digitalisierung. Gucken wir uns aber jetzt an, was denn nun diese europarechtlichen Vorgaben sind. Ich habe schon eingangs erklärt, dass es im Europarecht oft um Grundfreiheiten geht, um den Binnenmarkt. Die Warenverkehrsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit, die Kapitalverkehrsfreiheit, all das ist gerade im Internet sehr viel leichter möglich. Sprachen lassen sich automatisch übersetzen und man muss nicht über Grenzen fahren, sondern kann viele Sachen komplett online abwickeln. Das heißt, man spart sich auch die Reisekosten. Insoweit hat die EU von vornherein versucht, das Internet möglichst zu harmonisieren. Das heißt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten da nicht zu unterschiedliche Regelungen haben, die den Handel beeinträchtigen. Ganz allgemein betrifft das natürlich die gerichtliche Zuständigkeit und das internationale Privatrecht. Es ist sicherzustellen, dass auf einen Sachverhalt, egal in welchem Mitgliedstaat er geschieht, immerhin das gleiche Recht Anwendung findet. Das heißt, dass für alle Staaten maßgeblich ist, der gleiche Punkt für vertragliche bzw. außervertragliche Schuldverhältnisse, dass man also weiß, wo
nach welchem rechtlich ein Kaufvertrag, ein Mietvertrag oder auch ein Beleidigungsdelikt richten. Genau das Gleiche gilt für die gerichtliche Zuständigkeit. Es muss dem Kunden möglich sein, bei einem Gericht zu klagen, was er auch vorhersehen kann. Und es muss sichergestellt werden, dass Urteile zwischen den Mitgliedstaaten anerkannt werden. Das ist nicht nur für das Internet relevant, aber dort eben in besonderer Weise. Und wir haben dazu die Rom I und Rom II Verordnung sowie die Brüssel I-A Verordnung, die genau diese Fragen regeln. Die betreffen nicht nur Verbraucher und Unternehmer, sondern alle Personen, das heißt auch juristische Personen, sind davon unproblematisch umfasst. Es ist also kein Verbraucherschutz, sondern hier wirklich ganz grundlegende allgemeine Regeln. Dann gibt es selbstverständlich Verbraucherschutzvorgaben und das war traditionell die Fernabsatzrichtlinie, die nicht nur Internetverträge umfasste, sondern auch normale Versandkataloge, also so etwas wie in Deutschland Quelle oder Otto, die man mit der Post in den Briefkasten bekam, wo man dann etwas bestellen konnte, die heute aber praktisch vor allen Dingen den Onlinehandel erfasst, das heißt Amazon oder auch Bestellungen bei kommerziellen Händlern über eBay und andere Plattformen. Die Fernabsatzrichtlinie von 97 ist allerdings heute aufgegangen in der Verbraucherrechte-Richtlinie. Insoweit gibt es da eine einheitliche Regelung, die das Ganze nochmal konsolidiert und übersichtlicher fasst. Trotzdem ein Kernelement des Verbraucherschutzes, das Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften, weil der Kunde die Ware nicht wie im Geschäft vorher anfassen, fühlen und prüfen kann, muss er die Möglichkeit haben, sie ohne Bedingungen zurückzuholen. Ganz heiße Diskussionen gab es um den Ersatz von Formvorschriften durch etwas Digitales. Sie wissen, der klassische Weg, um die Bedeutung eines Dokuments sicherzustellen, ist die Unterschrift und zwar mit einem Stift mit der Hand. Das ist im Internet praktisch nicht möglich. Selbst wenn Sie mit einem Tablet-PC auf dem Bildschirm unterschreiben oder mit dem Finger auf einem Touchgerät oder noch schlimmer mit der Maus, ist das keine echte Unterschrift. Ein Gutachter kann nicht ernsthaft prüfen, ob die wirklich von Ihnen stammt. Dazu bräuchte er die Originalunterschrift mit den entsprechenden Druckpunkten und so weiter. Man hat daher versucht, das Ganze durch Technologie zu ersetzen und hat dazu eine Signaturrichtlinie erlassen, die namentlich regelt, welche Anforderungen vorhanden sein müssen, damit eine elektronische Datei als von einer bestimmten Person ausgestellt gilt. Man spricht von einer qualifizierten elektronischen Signatur, wo sowohl die Technik dahinter als auch die eingesetzten Hilfsmittel jeweils staatlich zertifiziert sind. Diese Richtlinie wurde vor einigen Jahren schon ersetzt durch eine Verordnung. Der Unterschied ist derselbe wie immer im Europarecht. Die Richtlinie bedurfte der Umsetzung, sodass die Mitgliedstaaten weitgehend identische Regelungen erlassen haben. Die Verordnung gilt dagegen unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und braucht keine weiteren Umsetzungsakte. Allerdings gibt es zum Beispiel in der Praxis Ausführungsgesetze, etwa für die Frage, wer denn die Akkreditierungen bei den qualifizierten Signaturen vornimmt. Der große Wurf war die E-Commerce-Richtlinie, die unter anderem die bereits von mir erwähnten Haftungsprivilegierungen in Deutschland im Telemediengesetz geregelt enthielt. Haftungsprivilegierungen, damit meine ich eben die Aussage, dass derjenige, der nur Zugang zu Inhalten vermittelt, dafür nicht haftet oder derjenige, der nur Inhalte speichert, sondern ausschließlich derjenige haftet, der hier die Inhalte hochgeladen hat oder der Anbieter, wenn er darauf hingewiesen ist und diese trotzdem nicht gesperrt hat.
Die E-Commerce-Richtlinie hat auch im Grundsatz das sogenannte Herkunftslandprinzip verankert, wonach die Zulässigkeit eines Online-Dienstes durch den Staat bestimmt wird, in dem der Anbieter seinen Sitz hat. Damit sollte das Nadelöhrprinzip durchbrochen werden, wonach jeder Staat nach seinem Gusto entscheiden konnte, ob ein Internetdienst nach seinem Recht zulässig oder nicht zulässig ist. In einem Binnenmarkt führt das nämlich dazu, dass sie möglicherweise bestimmte Teile ausschließen müssen, um ihren Dienst legal anzubieten. Allerdings hat dieses Herkunftslandprinzip einen ganzen Katalog von Ausnahmen und diese sind durchaus gewichtig, etwa Jugendschutz oder Schutz von Gesundheit. Insoweit ist das Ganze also keineswegs ein sicherer Hafen. In neuerer Zeit gab es zwei sehr große Änderungen. Das eine ist die digitale Inhalte-Richtlinie. Wir haben eben schon einen Blick geworfen auf die 327 folgende BGB, die eben digitale Dienstleistungen und digitale Inhalte betreffen. Das ist die Umsetzung von Europarecht in deutsches Recht, die mehr oder weniger gut gelungen ist. Daneben haben wir aber auch die Warenkaufrichtlinie, die die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ersetzt. Und die Warenkaufrichtlinie betrifft neuerdings auch Produkte mit digitalen Elementen, also Sachen, die man auch updaten kann, etwa Ihr Smartphone, Ihr Videorekorder oder Ihre Spielkonsole. Beide Richtlinien betreffen allerdings nur den Verbraucher. Das heißt, es geht nur um Verträge zwischen Verbrauchern und Unternehmern. Ausgenommen sind auch weiterhin Verträge, wo auf beiden Seiten Verbraucher beteiligt sind oder Verträge, wo auf beiden Seiten Unternehmer beteiligt sind oder Verträge, wo ein Verbraucher an einen Unternehmer einen digitalen Inhalt verkauft. Insoweit handelt es sich um klassisches Verbraucherschutzrecht. Es geht aber diesmal nicht um ein Widerrufsrecht, sondern um eine Harmonisierung der Rechte der Kunden gegenüber den Unternehmern, um beide Parteien einen einheitlichen, europaweit geltenden Rahmen zu gewähren. Der Verbraucherschutz betrifft aber nicht nur den Vertragsschluss bzw. die Rechte bei einem Vertrag über digitale Inhalte, sondern der Verbraucherschutz erfolgt auch über bestimmte Informationen. Wenn Sie etwa an Preisvergleichsdienstleister wie Google Shopping denken, geht es darum, dass diese nach neutralen Kriterien ihre Angebote sortieren sollen. Ähnliches gilt zum Beispiel bei Hotel Reservation Service oder Opodo oder möglicherweise auch Holiday Check und so weiter. Das heißt, bei Bewertungen oder Sortierungen von Suchergebnissen möchten Sie gerne wissen, wonach denn geordnet wird. Und das regelt unter anderem die Omnibus-Richtlinie, die die bessere Durchsetzung und Modernisierung von Verbraucherschutzvorschriften regelt. Die P2B-Verordnung, Platform-to-Business-Verordnung, betrifft das Verhältnis zwischen Anbietern von Waren und Dienstleistungen, also Unternehmern, zu Anbietern von Marktplätzen bzw. Vermittlungsdiensten. Also die Unternehmen, die in einem Vergleichstest aufgelistet werden, bzw. die über einen Anbieter wie Amazon oder den Apple App Store verbreitet werden. Die P2B-Verordnung sagt jetzt nicht, dass diese wie Verbraucher geschützt werden, aber sie schafft erhebliche Transparenzpflichten für die allgemeinen Geschäftsbedingungen und verlangt, dass etwa eine Kündigung oder eine Einschränkung der Dienste ausdrücklich begründet werden muss. Sie schafft auch die Möglichkeit von Rechtsbehelfen, das heißt, man kann sich wirksam gegen einen Rauswurf verteidigen. Das heißt, es muss ein internes Beschwerdemanagement und eine Mediationsmöglichkeit bestehen. Insoweit geht es dabei ganz gezielt um Online-Dienste und Online-Plattformen, aber eben nicht primär um Verbraucherschutz, sondern hier um den Schutz der Anbieter.
Selbstverständlich gibt es im Bereich der digitalen Inhalte, also des Content, eine ganze Reihe von Regeln. Das betrifft zum einen das Urheberrecht, wo wir bereits mit der Richtlinie zur Harmonisierung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft einen sehr stark vereinheitlichten Rahmen bekommen haben, der etwa den Schutz von technischen Schutzmaßnahmen, Digital Rights Management, Kopierschutz umfasste, aber auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, also die Möglichkeit, Inhalte von beliebigen Orten zu beliebiger Zeit abzurufen, was etwa Streaming-Anbieter wie YouTube umfasste. Diese wurde durch die sehr umstrittene Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die sogenannte DSM-Richtlinie wegen Digital Single Market, nochmal ergänzt und geschärft. Für einige war das gut, etwa für die Universitäten, sodass jetzt für Angebote einer europäischen Universität das Recht des Universitätssitzes gilt, egal wo die Studierenden sich aufhalten. Für andere war es dagegen schlecht, namentlich für YouTube, Facebook und so weiter, denn die DSM-Richtlinie verlangt nun, dass diese sich um Lizenzen bemühen für alle Inhalte, die dort hochgeladen werden, beziehungsweise, wenn sie keine Lizenz haben, diese Inhalte direkt sperren. Das heißt, wir haben hier die viel gefürchteten Upload-Filter, die bereits verhindern, dass eine Information im Internet verbreitet wird. Ganz grundlegend war natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung, die GDPR, die General Privacy Verordnung. Und die Datenschutzgrundverordnung behandelt, wie wir alle wissen, den Schutz von Informationen über lebende Menschen. Sie betrifft nicht nur das Internet, aber selbstverständlich in besonderer Weise das Internet, denn jeder von uns hinterlässt Spuren im digitalen Raum und diese Spuren sind personenbezogen. Der Datenschutz betrifft aber nicht nur die Datenschutzgrundverordnung. Vielmehr haben wir noch zwei ganz grundlegende Richtlinien, die E-Privacy-Richtlinie und die diese modifizierende Cookie-Richtlinie. Diese kennen Sie alle aus Ihrer täglichen Praxis von Internetseiten, wo Sie gebeten werden, Ihre Zustimmung zu erteilen für die Setzung eines Cookies auf Ihrem Gerät. Das ist die Umsetzung dieser Richtlinie. Die regeln aber auch noch andere Sachen, etwa Werbung per Spam-E-Mails, die nur nach vorheriger Zustimmung möglich ist, oder auch Werbeanrufe. All das ist auch ein Teil des Datenschutzes und Sie wissen vielleicht auch, dass man diese Richtlinie schon lange ersetzen wollte durch eine unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltende Verordnung, die sogenannte E-Privacy-Verordnung. Allerdings stoßen da sehr unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten, die vor allen Dingen durch Unternehmen geprägt sind, aufeinander, sodass man bisher noch keinen Kompromiss erzielen konnte. Ob das jemals der Fall sein wird, weiß man nicht. Die EU hat damit aber noch lange nicht Schluss gemacht. Mit drei Entwürfen, die momentan diskutiert werden, soll der komplette Hightech-Bereich harmonisiert werden. Das betrifft zunächst den Data Governance Act, das sogenannte Data Governance Gesetz der EU, was bestimmte Pflichten zur Verwaltung von Datenpools beziehungsweise zum Datensharing schaffen soll. Die KI-Verordnung soll bestimmte Fälle von künstlicher Intelligenz verbieten und andere Fälle unter eine sehr strenge Aufsicht und sehr hohe inhaltliche Anforderungen stellen. Daneben werden Transparenzpflichten für jeglichen Einsatz künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne geschaffen. Das ist sowohl unter Informatikern als auch bei den Unternehmen sehr umstritten. Man findet es zwar gut, wenn es einen klaren Rechtsrahmen gibt, allerdings hat man auch die Angst vor einer Überregulierung, die jegliche Innovation erstickt und uns Wettbewerbsnachteile, gerade im Vergleich zu Staaten wie USA, China oder Indien, schafft. Der Data Act ergänzt dann den Data Governance Act und soll den Zugriff auf Daten von Privatunternehmen harmonisieren und da einen einheitlichen Rahmen
schaffen. Der Data Act ist brandneu vom 23. Februar. Insoweit haben wir hier bisher nur eine englische Fassung. Last but not least möchte ich Sie noch hinweisen auf den Digital Markets Act und den Digital Services Act, quasi die Grundrechte des neuen Plattformrechts. Der Digital Markets Act knüpft an Unternehmen mit einer besonderen Bedeutung für den Markt, an die Gatekeeper, die wirklich eine große Masse von Nutzern erreichen. Das heißt, Google, Amazon, Facebook, das sind Unternehmen, um die Sie praktisch nicht herumkommen, wenn Sie ein Publikum erreichen wollen. Und hier werden dann ganz spezifische Pflichten begründet, etwa zum Zugangserreichen oder zur Neutralität, Transparenzpflichten, besondere Aufsichtspflichten, also ein sehr dichtes Gestrüpp, worunter diese Unternehmen fallen. Das Ganze soll sicherstellen, dass der Markt nicht erdrosselt wird, indem diese Unternehmen die kompletten Daten bei sich horten oder den Zugriff der Konkurrenz ausschließen. So wird zum Beispiel für Messenger-Dienste vorgesehen, dass man die interoperabel gestaltet, sodass sie dann auch mit, keine Ahnung, Skype auf WhatsApp zugreifen können oder mit WhatsApp auf Skype. Ob und wie das alles kommt, ist allerdings sehr umstritten. Selbstverständlich wehren sich vor allen Dingen die betroffenen Unternehmen dagegen, aber es gibt auch einige Ökonomen und Techniker, die da Bedenken haben. Das Verfahren ist in vollem Gange und man hat das Bedürfnis, streng zu regulieren, denn es geht ja vor allen Dingen um amerikanische Unternehmen und das betrifft dann uns nur als Opfer in der EU. Andererseits ist es natürlich auch für mögliche erfolgreiche europäische Unternehmen ein Hindernis, wenn wir hier zu stark regulieren. Der Digital Services Act geht in eine andere Richtung. Da geht es um die Indienstnahme, das heißt die Nutzung dieser Gatekeeper, um staatliche bzw. private Interessen durchzusetzen. Es geht etwa um die Verfolgung von Beleidigungen, Volksverhetzung und Ähnlichem. Man möchte hier die Plattformen in die Verantwortung nehmen, das heißt, sie sollen kooperieren und schon vorsorglich vor staatlichen Maßnahmen einschreiten. Dazu wird das Privileg, was die E-Commerce-Richtlinie geschaffen hat, etwas eingeschränkt. Das heißt, nur derjenige, der von vornherein Sorgfaltspflichten getroffen hat, kommt in den Genuss der Privilegierung, für fremde Sachen nicht zu haften. Das ist natürlich erst recht umstritten, weil wir auch hier wieder das Internet stärker regulieren und damit Freiheiten einschränken. Zudem besteht immer die Gefahr, dass zu viel gefiltert wird und dann Sachen, die berechtigt sind, nicht erscheinen und dass sich Staaten, die möglicherweise nicht demokratisch vorgehen, solche Technologien zunutze machen, um unliebsame Ansichten direkt rauszufiltern, sodass im Internet nur noch staatsfreundliche Inhalte erscheinen und die Medien unter der kompletten staatlichen Herrschaft liegen. All das sehr umstritten, aber auf dem Weg. Gut, nach dieser sehr umfangreichen Einführung jetzt noch ein kurzer Überblick, was wir in unserer Veranstaltung nicht behandeln werden. Wir haben 5 Themenblöcke, wie Sie am Anfang gesehen haben, und diese behandeln fast ausschließlich das reine Privatrecht. Wir klammern also das öffentliche Recht und das Strafrecht aus, weil ich bin kein Strafrechtler oder Öffentlichrechtler und kann mich dazu auch nicht wirklich kompetent äußern. Ich weiß, dass Sie keine deutschen Juristen sind. Insoweit verlange ich von Ihnen keine Detailkenntnisse zum deutschen Recht. Wir versuchen hier nur die allgemeinen Grundsätze zu behandeln, damit Sie ungefähr sehen, wie man in Deutschland an Probleme herangeht. Ich habe auch versucht, das Europarecht etwas einzugrenzen, denn die Richtlinien und Verordnungen gelten ja nicht nur in Deutschland, sondern in gleicher Weise in Polen. Und ich muss Ihnen nicht das polnische Recht erklären, denn erstens kann ich kein Polnisch und zweitens ist das für Sie ja nur langweilig. Ich möchte auch gerne hier Raum für Diskussionen geben.
Wenn Sie also Themen haben, die Sie unbedingt behandelt wissen wollen, können Sie mir das noch im Laufe des heutigen Tages schreiben und ich werde versuchen, das morgen in meine Vorlesung einzubauen. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass ich auf einigen Folien ausdrücklich oben rechts in die Ecke Klausur minus geschrieben habe. Das ist ein Hinweis für Sie, dass das, was auf der Folie steht, nicht geprüft wird. Das heißt, dass Sie da nicht so genau aufpassen müssen. Ich habe also versucht, den Stoff für Sie so überschaubar wie möglich zu halten, denn sonst wissen Sie ja gar nicht, was wichtig und was unwichtig ist. Wenn wir uns die Themenkreise angucken, ist der erste Themenkreis, wie Sie gerade gemerkt haben, eher allgemein und wenig spezifisch, vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Das Ganze ist auch überwiegend nicht klausurrelevant. Sie haben das gesehen, wenn Sie Folien durchgehen, steht fast überall in der Ecke dieses Klausur-Minus. Der zweite Themenkreis ist dagegen sehr konkret. Es geht um Vertragsschluss im Internet und Verbraucherschutzvorschriften. Hier werden wir uns doch einmal ein paar Fälle angucken und ich hoffe, dass Sie da auch ein bisschen mitarbeiten können. Dasselbe gilt auch im dritten Themenkreis. Da geht es dann um den Inhalt des Vertrages und dessen Erfüllung. Auch da mit Sicherheit einige Punkte, über die wir gut reden können. Die Punkte 4 und 5 sind dann eher allgemein gehalten, nämlich Daten als Rechtsgegenstand. Was sind überhaupt Daten und wie werden sie geschützt? Und Daten meine ich hier nicht nur als personenbezogene Daten, also das, was durch die DSGVO geschützt ist, sondern als digital gespeicherte Informationen im Allgemeinen. Im Themenkreis 5 bei der KI ist das erst recht so. Da geht es unter anderem um Vertragsschluss durch Agenten, autonome Fahrzeuge und Haftung, aber eben auch um die Grundsatzfrage Diskriminierung, Kartellrecht oder Kollusion durch gleichlaufende Technologien. Das sind also durchaus weite Themen. Da kann man viel drunter fassen und ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr langweile. Sie sollten in jedem Fall als Hilfsmittel ein Gesetz haben, ein BGB, und Sie sollten die Paragraphen, die ich hier nenne, nachlesen, auch wenn ich versucht habe, alle wichtigen Gesetzestexte auf der Folie abzudrucken. Das ist selbstverständlich nie vollständig. Insoweit hilft es, wenn Sie auch mal reingucken und sehen, was es da so gibt. Damit bin ich jetzt auch durch und wir haben unsere erste Einheit abgeschlossen. Ich freue mich, Sie dann in der zweiten Einheit live im Zoom-Meeting zu sehen. Bis später. Tschüss.